Zusammen. Wir haben den 6. Mai 2018. Wir sind auf der Niederbauer Kulmhütte mit der SOTA-Referenz Hotel Bravo November Whisky 014. Haben jetzt gerade aktiviert. Die Bedingungen sind sehr schlecht. Haben auf 40 und auf 20 Meter aktiviert. 40 Meter ein paar Europa-QSO, ein bisschen Spanien. Spanien, ich glaube nur Spanien. Und jetzt auf 20 Meter ein paar Schweizer, auf 2 Meter ein paar Schweizer. Herzlichen Dank an Ginna, habe einen GIN. Christian, fürs Grüß auf 2 Meter, hat uns gefreut, dich wieder einmal zu hören. Und auch Manuel, haben in DQM auf 20 Meter vom Rautispitz und konkret zur Bestiegung vom Rautispitz heute in diesem Wetter. Herzlichen Dank an alle anderen Schweizer Stationen natürlich. Habt ihr KX2 hier, as usual? Sehen das und haben heute den H9 NBGs SOTA Dipol gebraucht. Sind wir heute sehr froh um die Effizienz des Dipol, weil wirklich die Bedingungen sind weniger als bescheiden. Wir haben den hier aufgespannt mit unserem ultraleichten Teleskopmast mit den Klettbändern angemacht am Haken. Und das hat sehr gut funktioniert. Jetzt hänge ich das einmal schnell ab, bevor ich die Kamera übernehme. Besten Dank an meine Kamerafrau, die hier rumspeidert. Und jetzt sieht man hier, wenn wir hier rüber schwenken, wo wir unten aufgekommen sind. Wir sind aufgestiegen von ganz unten, von Emmetten. Haben wir den ganzen Aufstieg gemacht. Wir sehen hier das Urner Rüstal. Wunderschöne Aussicht heute am 6. Mai 2018. Das ist die erste Aktivierung dieses Jahr auf dieser Höhe. Praktisch ohne Schnee, wo wirklich gut gegangen ist. Ohne Schneeschuhe. Wir sehen hier über richtig, jetzt muss ich mich etwas orientieren, hier, richtig Preisenkette. Wir sehen hier richtig Südwesten. Hier sehen wir noch sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Schnee. Hier sind wir unten aufgekommen. Wir sehen hier in der Region über zum Buchserhorn. Das dürfte hier das Horn sein. Das dürfte das Buchserhorn sein. Hier haben wir aktiviert vor ein paar Wochen. Von Niederrickenbach und hier vordran, das dürfte der Mausenalpergrat sein und noch vordran das Hübeli, das ist der Klevenstock. Wunderschön hier in der Innerschweiz an diesem Frühlingstag. Steigen nachher wieder ab auf Emmetten. Wir sehen jetzt hier Richtung Westen über, weiter weg ein bisschen, das dürfte der Pilatus sein, den man hier sieht. Auch ein Sotta-Gipfel. Und hier sieht man immer noch das Nebelmeer jetzt Richtung Mittelland führen, wo wirklich noch extrem ist. Wir sehen unten im ganz tief unten, das geht recht runter, sehen wir den Vierwaldstättersee um eine Ecke herum. Und hier sehen wir jetzt Richtung Norden und schließlich Richtung Nordosten, Osten über, Richtung Glarnerland über. Wunderbar. Sehen wir das alles hier. Und wunderschönes Wetter wirklich heute hier in Richtung Urner Rüstal. Und dann würden wir uns langsam wieder auf einen Abstieg machen und freuen uns auf morgen. Wenn alles gut geht, ist morgen der grosse Mythe auf unserem Programm. Sehen wir uns dort wieder. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr findet alles rund um SOTA und um Amateurfunk unter unserer Homepage www.lutz-electronics.ch. Mein Rufzeichen HB9 November Bravo Golf.
der René und hinter der Kamera Skarin, habe ich in Foxtrot Zulu Charlie. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Das ist im Fall nicht zum Glauben. Es ist jetzt, ich sehe gar nicht mehr spät. Das ist spät. Fünf gesehen, jetzt haben wir ja, sagen eine Stunde. Fotoapparat gesucht. Die Frau hat einen Hechtsprung gemacht. Sie war nicht zufrieden mit dem Abstieg am Anfang. Jetzt vor Leuten verrückt, die jetzt einen Hechtsprung gemacht. Und noch viel höher als er selber ist der Fotoapparat geflogen. Und jetzt sieht man, das war die Suche der Nadel im Heuhaufen. Und wir haben es geschafft. Coole Sache. Mein Meisterbest. Also Leute, wir haben es noch mal geschafft. Also der Film ist gerettet. Foto auch. Und morgen gibt es einen neuen. Und heute oben gibt es noch ein feines Bierchen. Also bis später. Tschüss zusammen.